Bist du da, Helga? Ja, was denn los? Wie geht's dir so? Wieso fragst du? Na, wegen Krabbenclubsitzung gestern. Ach so. Da warst du ja ziemlich, Nix los gewesen. Helga? Was? Du hast Beate an den Haaren gezogen. So, also. Und danach hast du ihr noch auf den Fuß getreten. Ja, weil sie mir einen Föhn gegen Schienbein geworfen hat. Was war da denn los? Du warst doch dabei. Aber wie konnte das denn so schnell eskalieren? Alles wegen Beate, Marianne. Alles wegen Beate. Aber sie hat doch gar nichts... Sie hat mein Eierlikör beleidigt. Was? Wir haben doch geplant für das Krabbenfest nächsten Monat. Um eine Kirche in Süßeby. Ja. Da sollte ja jeder, sollte da ja was mitbringen. Ich bring wieder Quarkbällchen mit. Du deine Quarkbällchen, Frieda Friesemann macht ihre komischen Traumfänger und Beate Klausen macht ihren ekligen Kakao. Kakao-Speziale nennt sie das immer. Kakao-Erbrechen soll sie das eher nennen. Aber wieso bist du denn so sauer geworden gestern? Ich mach ja... Jedes Jahr mein Eierlikör. Ja. Weißt du, was Bärbe da sagt? Hab ich nicht mitbekommen. Sagt sie, oh, Helga, mach doch mal vielleicht was anderes. Letztes Jahr ist dein Eierlikör ja nicht so gut gegangen. Was? 23 Flaschen habe ich auf dem Krabbenfest verkauft. 23. Und beorde ihr einen Kakao? Ein. Und das war ihr Mann, der den gekauft hat. Aus Mitleid. Die ist doch, Die leidet doch an Realitätsstörung. Ja. Und dann hast du immer so an den Haaren gezogen. Wenn mein Eierlikör beleidigt, der beleidigt auch meine Seele, Marianne. Okay. Ich lass mich doch von Beate Klausen meine Seele nicht beleidigen. Nicht nette Seele gegenüber, muss man schon sagen. Dann nimmt Beate mein Eierlikör und wirft den gegen die Wand. Unglaublich. Da sind Bio-Eier drin. Wahnsinn. Und jetzt will sie sogar ihren Ekel-Kakao online verkaufen, nur um zu beweisen, dass ihr Kakao besser ist als mein Eierlikör. Wirklich? Kindergarten ist das. Aber sag doch mal, Helga, was ist das mit deinem Eierlikör? Da bist du ja ganz, Das ist ein uraltes Familienrezept. Wie spannend. 1897 hat meine Uroma Hildegard den Eierlikör erfunden. So lange gibt's den schon? 1897. Mach dir mal einen Begriff. Damals gab's noch gar keine Eier. Nee? Kartoffellikör hieß das erst. Erst als 1902 die Eier erfunden wurden, da wurde er dann zum Eierlikörmeisterwerk. Unglaublich. Und seitdem wird das Rezept von Generation zu Generation in meine Familie weitergegeben. Und jetzt hast du das Rezept. 97 hat meine Mutter mir das Rezept auf dem Sterbebett vererbt. Verkauft. Verkauft? 1000 Mark wollte die olle Kuh noch dafür haben. Wieso das denn? Das war eine Geschäftsfrau, da konntest du nichts, Bring dein Eierlikör doch auch mal auf den Markt. Ach nee. Wenn Beate das mit ihrem Kakao macht, kannst du das doch auch mit deinem Eierlikör. Beate macht das doch sowieso nicht. Hallo, Helga, guck mal hier, 2 Paletten von meinem Kakao, die verkaufe ich jetzt in meinem Online-Shop. Ganz ruhig, Helga. Auf so ein Kindergartenniveau lasse ich mich ja nicht drauf ein, Beate. Oh, ja? Noch eine Bestellung ist reingekommen. Dein Eierlikör kann einpacken. Du machst das super, Helga. Gar nicht provozieren lassen. Die mache ich fertig, Marianne. Bereite alles vor. Mein Eierlikör wird alles verändern. Oh, oh. So ein Eierlikör hat die Welt noch nicht geschmeckt. Nicht übertreiben, ja? So ein Eierlikör hat Deutschland, Österreich und die Schweiz noch nicht geschmeckt. Jetzt habe ich Angst. Wie viel Kakaobuddeln macht Beate? Ich glaube, so 60 wollte ich machen. Ich mach das Doppelte. Was? 1000 Stück mach ich. 1000 Buddeln von Helgas Eierlikör. Du musst dich aber beeilen. Ostern ist schon nächsten Monat. Das Ding kommt nächste Woche raus. Wie willst du das denn schaffen? Rund um die Uhr werde ich Eier legen. Also, du weißt schon. Produzieren. Genau. Und dann wollen wir mal gucken, wer am Ende blöd aus der Wäsche kommt. Und ich helfe dir. Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Eierlikör. Kann ich nicht. Den kannst du, Marianne, den kannst du. Krieg einen Tee von. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Mock dat. Mock dat. Scheiße, hat irgendjemand Hühner?